Liebe Radsportfreunde, es wird früh dunkel und deshalb brauchen wir wieder allesamt Lampen. Ich habe hier mal eine kleine Auswahl an guten Lampen mitgebracht, die man natürlich nicht in Deutschland am Fahrrad verwenden darf, sondern nur im Ausland, wie ihr wisst, weil es ja sonst Ärger mit der Straßenverkehrsordnung gibt, beziehungsweise mit dem Arm des Gesetzes geben kann, hat man mir erzählt. Deshalb sind das also die Lampen, die prima fürs Ausland geeignet sind und die ausländischen Straßen und Waldwege sehr hell machen. Wir fangen mal an mit einem englischen Hersteller. Heißt Exposure Lights. Da habe ich hier eine Auswahl der Lampen mitgebracht. Es geht los mit einer besonders kleinen, die heißt Spark. Hat eine 3 Watt LED, wird von einer Batterie oder einem Akku, der hier eingebaut ist, beziehungsweise ausgebaut werden kann, angetrieben. Zwei von diesen Batterien hier. Die gibt es auch als Akkus zu kaufen, von Exposure als Zusatzzubehör. Das ist ein kleines, hübsches, sehr helles Ding, das auch ganz einfach auf den Lenker montiert werden kann oder auf den Helm mit einem Helmhalter. Funktioniert ganz hervorragend. Zweite Lampe ist der Joystick. Auch sehr klein, Akku ist fest eingebaut. 300 Lumen Lichtleistung, was schon ganz ordentlich ist und macht einen schönen diffusen Lichtkreis. Und ist die erste Lampe im Exposure Lights Programm, die den SmartPort hinten dran hat. Der SmartPort ist diese Öffnung, da kommt das Ladegerät ran oder zum Beispiel ein Rücklicht. Man kann da auch gleich ein Rücklicht anschließen, das enorm hell ist, sodass man auf jeden Fall gesehen wird. Die nächste ist die Diablo, die hat schon 3 LEDs. Enorm hell, winzig klein, leuchtet mit voller Leistung, allerdings braucht ihr die volle Leistung selten, weil die wirklich hell ist, 900 Lumen, das ist dreimal so hell wie diese hier. Leuchtet sie eine Stunde auf mittlerer Kraft 3 Stunden und auf Low, also mit etwa einem Zehntel, 10 Stunden. Die mittlere Leuchtleistung ist in der Regel ausreichend, es sei denn, ihr fahrt durch einen ganz dunklen Wald bergab, dann ist es ganz gut, sie auf High einzustellen. Wer gerne auf ausländischen, nicht deutschen Straßen Rennrad fährt, ist mit der Strada sehr gut bedient. Die hat 2 Linsen, einmal eine für eine Art Spot und einmal, die das Licht ganz weit auffächert, sodass man die Straße in voller Breite beleuchtet. Diese Lampe hat 600 Lumen, was wirklich sehr hell ist, ungefähr halb so hell wie ein Autoscheinwerfer. Hat auch diesen SmartPort, sodass man ein Rücklicht anschließen kann und was auch ganz lustig ist, man kann auch eine Fernbedienung anschließen. Das ist ein kleiner CNC gefräster Hebel, der die Lampe anschaltet oder ausschaltet. Dann gibt es die Rays im gleichen Gehäuse wie die Strada, nur mit 2 punktförmig strahlenden Scheinwerfern, auch mit 600 Lumen, auch mit 3 Stunden Leuchtleistung auf voller Leistung, 10 Stunden auf mittlerer Leistung und 24 Stunden auf niedriger Leistung. Diese Lampe ist zum Beispiel gut, um damit 24 Stunden Rennen zu fahren. Und man kann durch den SmartPort zum Beispiel noch einen zweiten Akku anschließen. Dadurch hat man garantiert die ganze Nacht durch wirklich helles Licht. Dann gibt es hier die Toro, bekannt mit 3 kleinen LEDs. Ist die gleiche wie die Diablo, nur mit einem wesentlich größeren Akku. Leuchtet dreimal so lang wie die hier. Also 3 Stunden auf voller Leistung. Extrem hell mit ihren 900 Lumen. Als nächste kommt das letztjährige Spitzenmodell mit 4 LEDs mit 1200 Lumen. Das ist sehr, sehr, sehr hell.
kommt auch auf 3 Stunden bei voller Leistung. Und richtig dick ist dieses Sixpack hier. Sixpack, weil sie 6 LEDs hat. 1800 Lumen, das ist heller als ein Autoscheinwerfer. Kommt auch auf 3 Stunden bei voller Leistung. Als kleine Zubehörlämpchen gibt es von Exposure Lights, obwohl sie aussehen, als wären sie aus Plastik. Trotzdem kleine CNC-gefräste Alulampen mit 1 LED. Das ist das Rücklicht. Sehr hell. Da wir gerade bei kleinen Lampen sind, machen wir klein weiter. Das hier ist die Sigma Karma. Sehr bekannte Lampe, auch mit 1 LED. Wird mit Lithium-Ionen-Akku etwas größer ausgeliefert. Der wird am Fahrrad befestigt. Die Lampe am Lenker ist schon recht hell, macht allerdings einen sehr, sehr stark punktförmigen Lichtfleck auf dem Boden. Ist also als Helmlampe gut. Als Einzellampe, um im Gelände zu fahren, würde ich sie persönlich nicht nehmen. Besser ist die PowerLED von Sigma. Das ist die beliebteste Lampe, die es gibt. Die hat ordentlich Lichtleistung, macht aber leider auch einen sehr punktförmigen Strahl auf dem Boden, was sie zu einer sehr, sehr guten Helmlampe macht, aber nicht zu einer Lampe, die man einzeln am Rad fahren sollte, finde ich. Dann gibt es ebenfalls aus England die Lampen von Hope, liegen in einer ähnlichen Preisklasse wie die von Exposure Lights, sind ebenfalls CNC gefräst, leuchten auch mit 2 LEDs genauso hell, haben auch einen externen Akku, den man irgendwo am Fahrrad anbringen kann oder, da man sie auch als Helmlampe benutzen kann, ins Trikot hinten reinstecken kann oder die Jacke. Funktioniert sehr gut. Hier haben wir die neueste Lupine-Lampe. Die heißt Pico. Das ist eine Helmlampe. Die ist auch enorm hell. Hell mit 550 Lumen Lichtleistung. Auch einem externen Akku, den man sich in die Tasche stecken kann. Lampe kommt auf den Helm und wie wir das von Lupine kennen, wird alles sehr schön breit ausgeleuchtet. Die macht also keinen Spot, sondern leuchtet auch recht breit aus. Man hat hier oben den Schalter, sehr gut zu drücken. Dann gibt es hier die Tesla. Ist sowohl als Helmscheinwerfer als auch als Lenkerscheinwerfer gedacht. Das ist die Lenkerbefestigung. In Deutschland nur als Zeltstangenbefestigung erlaubt. Ist enorm hell, hat ein ganz homogenes Lichtfeld, 4 kleine LEDs plus ein Reflektor und einen sehr starken Akku. Und hier habe ich für den Leuchttest nochmal einen Schmankerl mitgebracht. Das ist eine Betty 7. Die Betty ist die stärkste Lupine-Lampe, die es gibt und vermutlich auch die beste Lampe, die es überhaupt gibt für Fahrräder. Die gibt es in 2 Ausführungen, ist unglaublich hell. Könnte man auch auf dem Helm montieren, weil sie ganz enorm leicht ist. Hat 7 LEDs und man kann sie kombinieren mit Akkus in verschiedener Größe. Das ist jetzt eine 7, die hat einen relativ kleinen Akku, trotzdem sehr lange Leuchtzeit. Bei 1850 Lumen, was enorm hell ist, auch heller als ein Autoscheinwerfer, leuchtet sie 2 Stunden 45 Minuten. Bei 1180 Lumen, was immer noch extrem hell ist, sind es noch 5 Stunden und das mit diesem kleinen Akku. Man kann noch riesig größere Akkus kaufen, die die doppelte Kapazität haben. Das heißt, auch eine doppelte Leuchtdauer bringen.